Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer Runde Pflanzen gegen Zombies. Und wir sind dabei, Überleben bei Nacht zu spielen. Überleben bei Nebel zu spielen. Ja, was genauso schlimm ist wie alles andere auch. Ich würde einfach mal behaupten, wir machen dieselbe Strategie wie am Tage, bloß halt im Nebel. Weil sie eigentlich gut bewährt ist und funktioniert. Am Anfang würde ich sagen, platzieren wir Pilze und Sonnenblumen. Nehmen den Kappes mit, dazu noch ein paar kleinere und ein paar von denen. Klingt nach einem Plan, oder? Und ein paar Seenblumen und so. Ja. Und gegebenenfalls Laternen. Aber die müssen dann hinter dem Knoblauch eigentlich. Wir können ja einfach die ollen Sonnenblumen hinstellen. Was soll, die Windmühldinger hier. Falls ich wissen will, wo wer was gerade tut. Gut, ansonsten nehmen wir die mit. Los geht's. Let's do it. Erstmal wieder die Pilzchen pflanzen. Die kostengünstige Variante hier. Natürlich nicht die Sonnenblumen vergessen, die sind natürlich super wichtig. Gerade weil man sie halt updaten kann, ja. Na kommt schon. Ihr könnt langsam ruhig wachsen. Bin ich voll dafür. Die kleinen Pilze müssen immer erst wachsen, bevor sie richtig Asche geben. So, damit haben wir die ersten Sachen quasi fertig. Zumindest die Geldproduktion in erster Linie. Die wird natürlich dann noch verfeinert und abgedatet, so wie es denn dann irgendwann sein soll. Mach mal kurz weg, bitte. Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch. Dings. Thank you.
Stell nochmal auf. Ich hab's. Das dahin. Okay. Mhm. Na, das macht ja Hoffnung hier. Nee, lass mal da, ich will das mal kurz sehen. Der Cup ist hier. Okay, da kommen noch mehr Zombies. Oh mein Gott. Damit haben wir das schon mal. Haben wir irgendwen, der irgendwo rüberspringen will? Nein, haben wir nicht. Gut, dann nehmen wir auf jeden Fall den Kollegen mit. Gegebenenfalls nehmen wir das da mit. Das da wäre nicht verkehrt. Das da geht auch noch. Die auf jeden Fall. Die braucht man immer mal. Und die normalen Pfeile habe ich schon. Der geht immer. Und sonst vielleicht noch die Nebeldinger. Die Nebelleuchten. Die wäre da gar nicht so verkehrt, die Nebelleuchte. Ich hab's versaut. Scheiße. Ich habe die Seerosen wieder nicht mitgenommen. Ach, ich hasse das Spiel. Na, wieder mal rausgeklickt. Ja, man schafft das auch so. Gar keine Frage. Aber trotzdem. Das ist doof. Wir nehmen es aber mit. Wir nehmen es so hin, wie es ist. Geh in die Mitte. Die andere Laterne wandern wir dann dahin. Dann sollten wir eigentlich auch fast alles sehen. Was es denn hier so zu sehen gibt? Nicht viel wahrscheinlich. Ein paar Fallen setzen hier drüben. Da auch noch eine Falle hinsetzen. Das haben wir. Tja, wie mache ich denn das jetzt hier? Den muss ich ja eigentlich abknallen da. Weil sonst komme ich ja nicht ran. Super doof, ey. Nee, geht jetzt nicht. Das ist was. Ich halte mal die Option der Pflanze noch mal ganz kurz offen. Falls nötig. Hier, die wird einfach aus. Abgesnackt, hätte ich fast gesagt. Weggesnackt. Wird erneuert. So, jetzt können wir wieder die Updates fahren. Hier muss noch eine Falle hin. Da. Ja, so, nur lieber drei hintereinander setzen, damit es auch nochmal sicher ist. Mit dem euren Knofi. Das hier ist halt super doof jetzt. Dass ich die halt auf die Lane nicht rüberkriege. Das hier mal neu setzen.
Lichter. Jetzt kommen sie alle. Ah, das Wasser ist hier gerade die Schwachstelle. Deswegen muss ich hier ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen als das hier. Ich denke, dass es relativ safe ist. Weil ich hier nichts neu machen kann, deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen. Mhm. So.